Bei diesem VW Passat B8 ist der Motorhaubenzug abgerissen, innen drin das Plastik ist gebrochen. Dazu müsst ihr das Rad abbauen, vorne links, und die Radarschale lösen, dass ihr hinter den Scheinwerfer seitlich rankommt, um es zu entriegeln, damit ihr die Motorhaube öffnen könnt. Dann könnt ihr sehen, dass meistens ist bei diesem Plastik innen drin was gebrochen, bei Kälte passiert das ab und zu, und dann könnt ihr den ganzen Seilzug auswechseln oder nur das vordere Stück.